ich musste nicht 14 Stunden in den Flieger steigen, sondern konnte trampen. Sie lebt nämlich in Holland. Hallo, Sterre. Sterre wohnt in Alkmaar in Holland. Das ist eine wunderschöne Stadt, nah am Wasser gebaut. Und das war ich auch, als sie mir ihr traumhaftes Talent vorgeführt hat. Feuchte Augen, Gänsehaut, das ganze Programm bei Sterre in Alkmaar. Holland, Heimat von Windmühlen, Käse und Krachten. Und auf so einer hole ich jetzt die Sterre ab. Hier in Alkmaar in der Nähe von Amsterdam hole ich gleich ein ganz besonderes Talent mit diesem Boot hier ab. Ich hoffe, die Kleine kann schwimmen. Hey! Hi! Nice to meet you. How are you? Ik ben Sterre, ik ben 11 jaar oud en ik kom uit Alkmaar in Nederland. Sterre und ich machen erstmal eine Stadtrundfahrt. Und zwar so, wie es sich in Holland gehört. In einem Sloop. Ein kleines Abenteuer. Here we go, we made it! Newly, newly, newly. Well done, high five! We made it! Sterre zeigt mir ihre Stadt. Und da darf der Käseladen ihres Vertrauens natürlich auch nicht fehlen. A lot of cheese. This? No? Oh. Riecht mal. Boah. Na gut? I would say it's time to listen to you sing now. Sterre singt, seitdem sie 6 ist und übt jeden Tag mindestens eine Stunde. Einmal pro Woche besucht sie ihre Gesangslehrerin Karin. Der ist etwas ganz Besonderes. Ja, die hat eigentlich alles. Die nimmt es auch mit im Herzen. Mhm. Also die ist ja ein ganz, ganz großes Talent. Mal sehen, ob ich auch ein, zwei gerade Töne auf die Reihe kriege. Lass mich hier nicht allein. Ich mach das hier nicht allein. Doch. Da fehlen mir die Worte. Wow. Unbelievable. Ich komme jetzt immer nach Holland und trainiere mit dir. Das macht total viel Spaß. Aber erstmal sehen wir dich bei den Superkids. Sterre aus Holland. Rivoisin, et c'est plus nos vies qu'on a fait, si nous y croyons.
sahst aus wie eine wundervolle Blume, die uns alle verzaubert hat. Das war großartig. Thank you, Elle. Dankeschön. Sie ist die Eleganz pur. Sie strahlt das auch aus und ihre Stimme ist wirklich so schön. Du bist nur 12 und hast und du siehst aus, als würdest du gar einfach nur ein Picknick machen, während du singst. Es sieht nicht aus, als würde sie sich anstrengen. Ne? Ja, absolut. Also das ist natürlich große Klasse und vielen, vielen Dank. Es war eine sehr schöne Aufführung. Danke. Dankeschön. Estere, vielen Dank. Andere bezahlen Geld dafür, für so eine Performance. Wir durften es hier jetzt so erleben. Vielen, vielen Dank. Also hast du richtig, richtig toll gemacht. Kannst stolz auf dich sein. Thank you, Will. Danke. Ich glaube, ich werde sie bald in der Scala von Milano sehen. Ne?